Und wieder hebt sich der Vorhang für die Bühne in Sakir, während sich die Schauspieler auf den ersten Akt vorbereiten. Werden sie uns so wie damals 2014 fesseln, als sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton eine gigantische Schlacht lieferten? Wir werden es in Kürze erfahren, hier in Bahrain. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Sprechen wir über Red Bull. Wir haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Änderungen im Reglement, vor allen Dingen im Bereich der Aerodynamik. Bisher ist es ihnen noch nicht wirklich gelungen, sich daran anzupassen. An diesem Wochenende gibt es im Team zahlreiche enttäuschte Gesichter. Die neuen Reglements scheinen sie ganz schön schwer getroffen zu haben. Aber die Saison ist noch lang, da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten, sich anzupassen und Punkte zu holen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Leclerc, Sergio Perez und Magnus, Raikkonen, Ricciardo, Hülkenberg und Sebastian Vettel, Butler, Albon, Lando Norris und Weber, Verstappen, Grosjean, Pierre Gasly und George Russell. Sainz Jr. und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, remember to protect the inside on the run down to turn 1. Make yourself as wide as possible, robust but fair. Jo, damit geht's weiter. Und auf ins Rennen. If you can, we need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Ja, schauen wir mal, was heute gewinnen. Zweiter Sieg vielleicht, zweiter Rennen, mal gucken. Das ist gut, kein Regen. Ich habe mich aber auch gewundert, wenn es so gewesen wäre. So, noch einen Schluck aus meiner Cola und dann geht's los. Kurz den Anlauf durchgesetzt und jetzt kommen wir weg vorne, hoffentlich.
Bahrain ist so eine Strecke, die mir auf jeden Fall liegt, die ich auch mag. Gucken, was wir heute im Rennen umsetzen können. Und jetzt Gott sei Dank auch ein bisschen absetzen können. Zehn Rundchen an und hoffentlich auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg. Die erste schnelle Runde haben wir schon an 34,9. Und jetzt ein bisschen haben wir uns ein bisschen absetzen können. Erster Sektor schon mal violett, das ist ja eine Überraschung. Abstand momentan 1,2 Sekunden. Und das ist momentan sehr gut, das Ergebnis. Der Auftakt in dieses zweite Saisonrennen. Heute Abend geht es auch in der Sonntagsliga weiter um 20 Uhr mit dem Rennen aus Russland. Mal gucken, ob wir da unser drittes Podium im dritten Rennen holen können oder ob das. Aber zumindest für ein paar Punkte sollte es reichen. Es wird wahrscheinlich kein Podium werden, aber mal gucken, wie das Rennen läuft. Kann ja alles passieren, wie in Singapur zum Beispiel auch. Jetzt können wir ein bisschen noch uns wegziehen. So, der Abstand ist größer geworden. Jetzt ist Leclerc dran an Bottas. Doch da war das DRS nicht einsetzen. Das erst habt ihr jetzt ist gültig. Mal gucken. Sollen sie sich da hinten ein bisschen bekämpfen? Das wird einfacher. Dann können wir nämlich schön vorne wegfahren. Klar, die schnellsten Runden sind jetzt weit durch, weil ja der Reifen natürlich auch meine Geschlechter wird. Abnutzung mittlerweile bei 36%. Aber wir können uns weil Gott sei Dank jetzt schon mal absetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit der Abstand nach hinten ist. Dann wohl zwischen 2,5 und 3 Sekunden wahrscheinlich. Das ganze Wochenende ist stark. Und auch der Auftakt ins Rennen hier sieht sehr gut aus. So, jetzt kann ich mal auf den Abstand gucken. 2,7, ja, zwischen 2,5 und 3 Sekunden. Sekunden, also sie kommen immer weiter weg. Während wir noch 10 Runden haben, jetzt ist Leclerc mittlerweile vorbei in Bottas. Was sogar gut ist für uns. Bezüglich der Fahrer werden wir auf jeden Fall. Wenn sie da schon die Punkte wegnehmen. Und wir unsere Aufgaben hier vorne machen. Nächste Woche China und danach Baku.
Wobei Baku als wieder dieser schwierige Rennen sein wird, wo ich nicht so wirklich gut zurechtkomme. So, Sektor 2 schon mal wieder violett. Schon 4 Sekunden, also eine Sekunde draufgepackt. Hat 1:33.0 jetzt gerade gefahren. So, 9 Runden noch. Also wir fahren jetzt gleich in die Box. Ich hole jetzt die Mediums und dann fahren wir durch. Habe schon jetzt um die 5 Sekunden. Eine Runde fahre ich noch. Und dann gehen wir an die Boxreifen wechseln. Ja. Das ist so, sind wir tatsächlich hier die volle Punktzahl mit 26 WM-Punkten. Mit etwa 51. Da holt man ja 9 Siege, das könnte hier schon der zweite werden diese Saison. Das reicht aber nicht ganz für den Vize-WM-Titel. Aber diese Saison will ich auf jeden Fall mehr. Die beiden Mercedes davor im Knacken auf jeden Fall irgendwie. Mal schauen. Violetter, zweiter Sektor, der wird immer schneller. Ja, alles gut. So, gehen wir in die Box. Frischen neuen Satz holen und gib ihm. Das Leclerc sind schon vorbei, Hamilton geht in die Box. Die beiden Racing Point noch durch. Wir fallen zurück, zurück auf die 10. Wahrscheinlich sogar noch ein Tick weiter hinter. Da kommen noch zwei Autos. Auch unser Teamkollege geht jetzt noch ran. Aber reicht vielleicht sogar noch, um durchzukommen. Das war vielleicht nicht ganz unwichtig, dass wir da vorbeikommen. Weil die zwei hier vorne, die sind schon ein bisschen im Weg. Das war knapp.
Jetzt mal eine kleine Überraschung und einmal vorbei. Gelb. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Da hat's den Haas erwischt. Cochon. Jetzt müssen sie alle in die Box gehen, müssen eigentlich jetzt wieder durchrutschen auf Heinz. Nein, nicht ganz. Da war noch ein paar nicht in der Box. Jetzt sind wir schon mal jetzt auf 3. War da noch nicht in der Box. Ah, ein Racing Point, okay. Und der nächste raus, versappen. Arbeiten wir uns jetzt schön wieder vorne ran an das Feld. Our gap behind is 3.7 seconds. Die Jungs da vorne waren noch nicht in der Box. Der erste ist in der Box. Beste Zeit. 32,4. Gelb. Ah, hier, Verstappen. Fünf Runden noch. Der müsste jetzt eigentlich auch in die Box gehen. Tut er auch. Und damit sind wir wieder Erster. Sainz auch in der Box. Gasly auf 3. Warte, also Gasly hinter uns. Und die auf 1. Von der weg. Weil ich dem zutraue, dass er noch nicht in der Box war. Ach, 8,4 Sekunden.
second a lap on the car behind. Wir ziehen richtig weg. Dann haben wir voll im Griff das Rennen hier. Wieder besser zweiter Sektor. Und die Bestzeit. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Ihr habt nichts gesehen. So geht es in letzte, gleich in Richtung letzte Runde. So, und zwar jetzt. Und auf geht's bei einem absolut perfekten Rennwochenende. Alle drei Trainings gewonnen, die Quali gewonnen und dann im Rennen und plus die schnellste Rennrunde. Gap to teammate behind is 39.9 seconds.
Und wieder mal ein schneller zweiter Sektor. Gucken, was wir jetzt noch hinkriegen, wenn wir noch eine schnelle Runde fahren können. Schnell zu sein, man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Während die Fahrer sich auf das Podest begeben, kann man annehmen, dass McLaren heute Abend ordentlich feiern wird. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das Lukas Weber. Cool, gelassen, gefasst. Eine sehr beständige Leistung, auf die er heute stolz sein kann. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Dann sind wir da auch durch. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Überholmanöver gezeigt. Hat er welche von Ihnen gelernt? Ein knappes Rennen. Wie stehen Sie zueinander? So. Danke für den Kommentar. So, dann haben wir das auch durch. Und dann geht's weiter nächste Woche. Punkte dazu. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. War doch relativ souverän. So, Martina geht's nächste Woche weiter.